Schwarzach 23 ist mehr eine Farce als eine Verbrecherjagd. In Schwarzach 23 geht es um eine ganze Polizistenfamilie. Maximilian Brückner steht im Zentrum dieser etwas konfusen Krimikomödie. München. Willi Unterkofer trifft seinen Mörder nachts nahe dem Münchner Flughafen. Den Taxifahrer bittet er zu warten, es dauere nur 15 Minuten. Dann ist Unterkofer tot niedergestochen, ausgeblutet und mehrfach überfahren. Da wollte jemand ganz sicher gehen. Es ist der Auftakt zu einer großen Geschichte, wie einer der Protagonisten sagt. Allerdings ist Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger mehr Farce als Verbrecherfängerei. Der Taxifahrer etwa, ein wichtiger Zeuge, ist die Karikatur eines zugezogenen Ostdeutschen, ein Neonazi voller Tattoos, in breitem Sächsisch schimpft er vor den Polizisten über die Kanaken. Dann fällt ihm eine Leiche auf den Kopf, einfach so. Ausgerechnet ein Pakistani, der sich als blinder Passagier im Radkasten eines Flugzeugs versteckt hatte und nach freiem Fall den Nazi-Taxifahrer unter sich begräbt. So weit, so grotesk. Korruption beim Bau des Flughafens. Den Fall Unterkofer übernimmt Kommissar Franz Schirminger Junior, Maximilian Brückner. Die Ermittlungen führen ihn zurück in die 80er Jahre. Es geht um den Bau des Flughafens im Münchner Umland, um protestierende Umweltschützer und um Korruption. Unterstützung erhält Schirminger von seiner Schwester Anna, Marlene Moraes, einer Streifenpolizistin. Es gibt Momente, in denen man den Schirmingers fasziniert bei der Detektivarbeit zusieht. Etwa wenn sie in der Stammkneipe des Toten mit dessen Saufkumpanen sprechen. Der Willi, sagen diese, sei immer so politisch gewesen, habe sich damals beim Flughafenbau an Demos beteiligt. War er dafür oder dagegen? Fragt Anna Schirminger. Antwort der Wirtin, du fragst mivers. Stellenweise ganz witzig, dieser von Christian Jeltsch geschriebene und von Matthias Tiefenbacher in Szene gesetzte Heimatfilm. Leider gibt es auch Momente der Ratlosigkeit. Schwarzach 23 ist eine neue Reihe im ZDF. Im Mittelpunkt steht eine Polizistenfamilie, die irgendwo bei München in einem Mehrgenerationenhaus zusammenlebt an der Schwarzachstraße Nummer 23. Neben Franz Junior und Anna wohnen dort die getrennt unter einem Dach lebenden Eltern Franz Senior, Friedrich von Thun, und Erika, Gundi Ellert, sowie Franz Juniors kleine Tochter Emma, Stella Föhringer. Ohne die Vorgeschichte steht der Zuschauer vor Rätseln. Die erste Folge lief mit respektablen 5,48 Millionen Zuschauern und 18% Marktanteil vor einem Jahr. Wer den Auftakt nicht gesehen oder nach so langer Zeit schon wieder vergessen hat, wird nun im zweiten Film Mühe haben, die Figurenkonstellation zu überblicken. Zu den Familienmitgliedern kommen Episodenrollen, die von bemerkenswerten Darstellern gespielt werden, eine undurchsichtige Stiftungschefin, Leslie Moltan, die liebestolle Tochter des Opfers, Peri Baumeister, und ein Einsiedler, Fred Stillkraut. Das ZDF hat Schwarzach 23 als bayerischen Familienwestern mit bitterbösem Humor und feiner Melancholie konzipiert, ein Pistolenduell zum Schluss darf nicht fehlen. Im wilden Oberbayern nehmen die Polizisten auch das nicht allzu ernst. Fazit: teils erfrischend, teils etwas konfus.
Wer andere Krimikomödien wie Wilsberg mag, findet Gefallen an der sympathischen Polizistensippe.